Bis bald. So, jetzt werde ich erstmal das Norden abschalten. Oder einfach 110. Ja. Gehen wir mal auf den Kräuter. Lokal. Aber hier ist noch gerade keiner zum Sprechen. Das ist ein bisschen was für die Story. Da sitzen manchmal ein paar Personen, mit denen man sich ein bisschen unterhalten kann. Über die Story. Privatkabine. Ah, mein Zimmer sieht auch Privatkabine. Besser aus. Ja, gehen wir mal auf die Sternkarte zurück. Ist eigentlich das Hauptbenutzerfeld im ganzen Spiel. Kolonieinformation. Gebäude. Kolonieinformation. Kolonie. Ah, ein Erholungszentrum ist da drauf. Das ist sehr gut für die Bevölkerung. Sternenkarte. Denn wer erholt sich nicht mal gerne? So, werden wir erstmal schauen. Ja, ein bisschen Kohle bis bekommen. Kolonie. Kolonieinformation. Ich Kolonieinformation. Glaube, Wohnraum Gebäude. Die, da werde ich schon mal was hinbauen. Kolonie. Kolonieinformation. Gebäude. Kolonieinformation. Das Gelbe zeigt einem nur an, dass der Strom knapp wird. Eigentlich, aber die Gebäude fallen noch Kolonie. Nicht aus, also kann man das noch ein bisschen ausschöpfen. Aber sobald es rot wird, sind ein paar Gebäude ausgefallen. Da sollte man ein bisschen was daran Nachricht. Ändern. Brücke. Bitte helfen Sie uns. Wir werden von Piraten angegriffen. Sternenkarte. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Jetzt muss ich nämlich die Piraten suchen. Weil ich hier kein Kolonie-Radar gebaut habe. Gebäude. Der kostet. 4000. Sternenkarte. Da müssen wir halt die Piraten suchen. Ah, das sind sie ja. Immer der Flugroute folgen. Dann passt das schon. Ah, zwei Jäger gegen. Wie viele? Boah, so viele Jäger habe ich plötzlich. Das ist so geil. Ah, und das ist mein Kreuzer, den ich zur Beförderung bekommen habe. Der ist auch ganz cool. Na toll, ein Lob. Ich hätte gern ein bisschen Kredit. Ausrüstung. Gehabt. Sternenkarte. So, fliegen wir mal auf Zentrum, damit ich endlich mein Schiff ausrüste. Wollte ich eigentlich schon vorher Ausrüstung. Machen. Ausrüstung. Hier, da kann ich das Schild reinbauen. Mrs. Catherine Reinhardt erwartet Sie auf der Brücke. Oh. Da muss ich jetzt abspeichern. Sternenkarte. Brücke. Ich bin froh, dass ich Sie gefunden habe. Sie müssen mir diesen Fragebogen hier ausfüllen. Das finde ich irgendwie eine kleine Falle von dem Spiel, weil sobald man den Fragebogen falsch ausfüllt, was mir bei dem letzten Spiel passiert ist, ist das Spiel beendet. Dann habe ich natürlich im Spiel 2 Tage umsonst gespielt, also hier oben. Ja, werden wir mal schauen. Mir fehlt es an Selbstvertrauen, wenn es um Beziehung geht. Sprich, diese Aussage hier. Genau, bin ich besetzt. Klare Logik. Ja. Manchmal. Nicht ist gut als Poesie. Natürlich. Natürlich nur im äußersten Notfall. Danke, Sir. Brücke. Mal schauen, ob die in der Bar jetzt Lokal. Schon sitzt. Nee, noch nicht. Brücke. Sternenkarte. Ah, ich kann euch noch die Animation Brücke. Zeigen. Wenn man nämlich mit Linksklick draufdrückt, dann sieht das nämlich so aus. Brücke. Oder. Kolonie. So. Brücke. Produktion. Natürlich kann man mit Rechtsklick auch einfach drauf drücken und dann geht das alles viel schneller. Ja,
laufe nochmal ein bisschen auf mein Schiff rum, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. So, geh mal wieder auf die Brücke. Brücke, Sternenkarte, Kolonie, Kolonieinformation, Gebäude, Kolonie. Werde ich gleich mal meinen nächsten Händlerraumhafen bauen. Sternenkarte. Geld ist Macht und mit Macht kann man das Spiel gewinnen. Ganz einfache Logik. Ist natürlich auch immer wieder sinnvoll, sich die Kolonieinformation anzuschauen. Was die Leute brauchen, wie die Moral ist. Ich glaube, hier kann ich die Steuern mal ein bisschen erhöhen, weil das Geld brauche ich. Gebäude, Kolonieinformation. Gebäude. Ah, kann man gleich den nächsten Händlerraumhafen bauen. Das ist immer so eine gute Finanzspritze. Ausrüstung. Nachricht auf die Brücke. Sternenkarte. Oh, was ist denn da? Brücke. Ein Schiff, das Prosainpuder schmuggelt, kommt in 24 Stunden an. Das ist ein gefährliches Zeug, daher muss der gesamte Planet gesichert werden. Sollte es der Schmuggler bis auf den Planeten schaffen, müssen sie ihn festhalten. Wir kommen dann und holen ihn. Oh, verklickt. Jetzt wird's nämlich sehr nervig. Jetzt muss ich nämlich jeden Händler, der dahin fliegt, auffordern, wieder zurückzufliegen. Also einfach ein bisschen texten, kennt sie zurück, bla bla bla. Auch wenn die sowas von sich geben, dann muss man natürlich hart bleiben. Notfalls sogar angreifen, bis sie sich zurückziehen. Niemals zerstören, das ist schlecht für den Ruf. Stell ich einfach mal meine Flotte da hin und warte ab, was geschieht. Kolonie, Kolonieinformation. Gebäude, Kolonieinformation. Wo habe ich jetzt? Gebäude, Kolonieinformation. Gebäude, Kolonieinformation. Gebäude. Oh. Da bräuchte ich ein Atomkraftwerk. Das wäre sehr sinnvoll. Kolonieinformation. Gebäude, Sternenkarte. So. Hier diese rote Umrahmung sagt mir, dass der Händler nach San Sterling fahren will. Also werde ich den jetzt einfach mal aufhalten. Ah, der zieht sich freiwillig zurück. Das ist ganz gut. Die Pause bei solchen Kämpfen stelle ich deswegen ein, damit er nicht erst zu mir hinfliegt und dann wieder zurückfliegt. Das kostet sonst sehr viel Zeit. Kolonieinformation. Gebäude, Kolonieinformation. So, jetzt werde ich noch die Banken bauen. Oh, mein erster Traum. Von meinem Charakter da. Plötzlich habe ich die Orientierung verloren. Es war wie in einem Traum. Ich sah ein Zimmer, das mir auf beängstigende Weise vertraut schien. Sternenkarte. So, ich glaube, man kann da... Nee, kann man nicht. Lokal. Ah, man kann mit ihr sprechen jetzt. Hallo Doktor, könnte ich Sie was fragen? Aber nur, wenn Sie nicht zu viel zu tun haben. Aber natürlich. Wo drückt der Schuh? Hatten Sie schon Gelegenheit, den Test auszuwerten, den ich gemacht habe? Es ist meine Aufgabe, die gesamte Crew auf Raumflügen zu untersuchen. Einige Menschen bekommen Klaustrophobie, wenn sie in engen Räumen leben müssen. Es gibt da eine ganze Reihe möglicher Reaktionen. Einige drehen durch, andere werden depressiv. Doch ich versuche immer, auf die frühen Warnsignale zu achten, damit nichts Ernstes passiert. Ich glaube nicht, dass ich durchdrehe, aber ich habe einige seltsame Träume. Da ist dieser Raum, der immer wieder in meinen Träumen auftaucht. Und ich glaube, ich habe ihn auch schon in Wirklichkeit gesehen. Der modernen Wissenschaft zufolge stammen Träume aus dem Unterbewusstsein. Doch deren Ursache bleibt zumeist im Dunkeln. Hier sind wir nun im 24. Jahrhundert und noch immer können wir nicht mit Genauigkeit sagen, was ein Traum wirklich bedeutet. Danke für Ihre Geduld. Ich muss jetzt los.